Und es geht los. So, jetzt habe ich gerade Angst gehabt, weil wenn ich das Video, herzliche Grüße, wenn ich das Video starte mit der Tastenkombination, da springt die Lara immer gleich hoch. Jetzt habe ich befürchtet, dass sie da, also wir sind hier angekommen in der schicken Höhle und die ist bewacht und wir dürfen jetzt hier keinen Alarm auslösen. Weil sonst wird das sechste Geheimnis wird sonst zugesperrt. Und der da, den kann ich jetzt nicht erschießen. Rein technisch nicht und darf auch nicht. Und der guckt ja zum Glück in die Richtung. Und da steht aber auch noch einer, der guckt. Der guckt in die Richtung. Also ich darf mich jetzt in der Richtung nicht blicken lassen. Und das holen wir später. Und in der Richtung nicht blicken lassen. Und ich habe gerade meine, was heißt gerade, mir hat schon vor 2 Monaten, entschuldige, jemand geschrieben und hat einen Screenshot und ich konnte das nicht einordnen, wo das ist. Jetzt weiß ich's, das ist hier. Mir hat jemand einen Screenshot geschickt von wegen Harpunenpfeile. Und zwar sind die hier oben. Also irgendwie ist es in meiner Lösung wahrscheinlich noch nicht drin oder wie. Hier sind Harpunenpfeile. Hier oben, siehst du? Und die habe ich anscheinend noch nicht in der Lösung drin oder so. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, dass ich. Und zwar muss man, irgendwann kommt man da oben raus, links oder rechts. Und dann muss man hier hinspringen und von da dahin springen. Und dann kann man hier die Pfeile holen. Das hat mir jemand geschreibt. Jetzt warte, ich kann es dir ja beweisen. Warte. Das hat mir der. Aus Gelsenkirchen. Der. Jetzt kann ich es mit Brille, ich brauche echt schon eine Brille hier. Olli aus Gelsenkirchen hat mir das geschrieben, kannst du ja mal ein Update machen. Der hat mir das genau beschrieben. Er hat allerdings leider geschrieben, es ist vor der Sphinx, oder? Es ging um die Diskrepanz vor dem Teil mit der Sphinx. Und deswegen konnte ich es nicht einordnen, weil wir sind da jetzt schon nach, das ist jetzt schon nach der Sphinx, deswegen konnte ich es nicht einordnen. Aber ich habe es jetzt extra, weil ich mir dachte, ich bin ja jetzt in dem Level, jetzt habe ich es extra mal gesucht und habe es tatsächlich gefunden. Die Screenshots, er hat 2 Screenshots und jetzt habe ich die tatsächlich gefunden. Also das ist das hier. Gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Herzlichen Dank, Olli aus Gelsenkirchen. Olli, das darf ich ja sagen, oder? Es ist ja kein Nachname. Die E-Mail-Adresse sage ich jetzt nicht, wegen Datenschutz. Aber wie gesagt, Grüße, Olli aus Gelsenkirchen. Und herzlichen Dank. Und das werden wir uns hier jetzt mal reinziehen dann. Aber da kommen wir erst noch hin. Da ist die Lara. Und später kommen wir da oben rauf und dann da zu der Munition. Gelle aus Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Ich war noch nie, ich glaube. Ich bin mir zu 99% sicher, dass ich noch nicht in Gelsenkirchen, wo ist denn das, im Ruhrgebiet, oder? Ich bin vielleicht mal vorbei, wenn man nach Aachen fährt. Ich habe 2 Jahre in Aachen gelebt. Da fahre ich A3 von Frankfurt, Köln, dann rüber nach Aachen, fährt man dann Gelsenkirchen vorbei? Nicht, gell? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich mal, ist das im Ruhrgebiet? Ist Aachen, ist Köln im Ruhrgebiet? Nee, wo ist denn das Ruhrgebiet? Ich weiß es gar nicht. Da irgendwo oben. Ja, ich komme aus Bayern. Für mich ist alles da oben, ist alles irgendwie Norddeutsch, Südschweden. Entschuldigung. Nein, ich mache keine Witze hier. Alles oberhalb des sogenannten Weißwurst-Äquators sind Südschweden. Gut, okay, bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich meine es nicht böse. Witz, das war ein Witz und wir Bayern sind da sowieso die Blöden, oder? Ich bin total blöd. Ich bin Bayer, ich komme noch vor den Ostfriesen. Das muss man jetzt hier mal sagen. Ich gebe das ganz ehrlich zu, dass ich dumm wie Suppe bin. Gebe ich ehrlich zu. Sag ich nichts, da kann keiner was dagegen sagen. Ich gebe es wenigstens zu, verstehst du? Deswegen lese ich ja die Bücher über die Quantentheorie, damit ich endlich mal schlauer werde. Aber es hilft nichts. Gut, wir müssen jetzt hier mal weitermachen. Quantentheorie, eine schöne Sache. Also, die Idee, den Tower zu erschießen, würde ich gleich wieder vergessen. Springe lieber wieder zurück und ziehe dich nach oben, wo du zu dem Loch kriechst, kriechen unterstrichen und den Kristall. Pass Obacht. Es ist hier waren. Bin ich eingefallen.
Hier waren Harpunen oder so. Pass auf, wir sind hier angelandet, haben uns da rausgezogen, sind dann darüber gesprungen, haben da Harpunen geholt und jetzt gehen wir darüber rein. Und jetzt, pass auf, jetzt müssen wir Griechenland. Gleich Griechenland. Hoppla. Und jetzt darüber kriechen, oder? Damit wir nicht gesehen werden. Und jetzt da runterspringen, oder? Und da ist ein Kristall. Also Griechen, weil sonst sehen uns die da drüben. Und jetzt kann man hier, das hat mir auch irgendjemand geschrieben, die tolle Tastenkombination. Wenn ich jetzt A drücke, im Griech-Modus an der Kante bin und A drücke, dann hechtet sie hier so runter. Und da ist der Kristall. Und sonst ist da nix. Und was ist da noch? Das war jetzt der Kristall. Sechs, oder? Das muss ich jetzt hier schnell. Kristall 6. Muss ich schnell in der Lösung nachdenken, weil ich habe die noch nicht nummeriert. Jetzt warte. Kristall 6. Noch nicht nummeriert. Tauche so im Loch kriechst unterstrichen und tauche zum grünen Kristall. Ja, die waren früher grün, jetzt ins Blau, oder? Und steige auf der anderen Seite aus dem Wasser. Grieche. Schreibt man das mit K oder mit G? Griechen. Griechen. Grieche. Achso. Ich speichere jetzt, pass auf, ich speichere jetzt hier mal auf dem neuen Platz. Und damit wir den Spielstand mal haben hier, weil, es kommen noch zwei Erfolge, dass wir die Erfolge. Kann ich da stehen? Da kann ich gar noch stehen, oder? Wenn wir entdeckt werden, geht die Sirene los. Das wissen wir dann, das merkt man dann. Wo war ich denn jetzt? Wo sollte man jetzt? Keine Ahnung. Von was haben wir gerade gesprochen? Weiß ich nicht mehr. Ist ja Wurst. Egal, Salami. Brüderkristall, krieche nach links bis hinter die Felsen. Hier kannst du aufstehen. Krieche bis hinter die Felsen. Hier kannst du aufstehen, du sollst da rüber kriechen, die Laura. Da in die Ecke. Ruhig mal in die Ecke kriechen. Ah, jetzt sind wir schon in der Gegend irgendwie, oder? Jetzt warte. Da machen wir es mal sicher hier. Komm her. So, und was macht man hier jetzt? Weiß wieder keiner. Ah, da oben sind die Harpunen, oder? Jetzt warte. Harpunenpfeile. Hier kannst du aufstehen. Zieh dich hinten links nach oben auf die Blöcke. Hinten links nach oben auf die Blöcke. Hinten, wo ist denn jetzt links? Da, wo der Daumen rechts ist. Wir sind so rausgekommen, oder? Dann ist, und wo geht's da hin? Links auf die Blöcke. Müsste da sein, oder? Jetzt müsste das langsam kommen mit der. Hinten links auf die Blöcke. Griechenland. Hinten links. Bis du in die Nische kriechen kannst. Jetzt warte. Ist das hier schon das mit der. Oder sollen wir die lieber später holen? Nische kriechen kannst. Was macht man hier? Nee, lasse dich auf der anderen Seite herab und du findest ein Medipack. Lasse dich auf der anderen Seite herab und du. Das ist das da jetzt, oder? Und jetzt hat den Sprungwurf hier, oder? Alter, und jetzt komme ich nicht mehr raus. Du sollst es nehmen. Minipack, Pack, Pack. Und dann gehen wir wieder raus, oder wie? Oh, weia, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Nee. Warte. Dann gehe ich wieder zurück und in die rechte Ecke. Gehen wir lieber mal. Du sollst runtergehen, Mädel. Andere Seite, oder? Die Munition sollen wir vielleicht lieber erst nachher holen, oder? Wenn die Wachen ausgeschaltet sind, die müssen wir irgendwann mal ausschalten, oder? Dann geht es wieder zurück und in die rechte Ecke. Das ist jetzt das da, oder? Alter Schwede. Ah, jetzt müssen wir da hinten rum, glaube ich, oder? Wenn ich jetzt da oben rumwatschel, dann sieht mich der, oder?
Wenn ich jetzt da raufspringe, dann, wir müssen es auch ja sowieso noch was holen, ja. Da hinten, da ist auch noch Munition, Harpunen-Dings da. Das können wir, wir müssen das nachher alles nochmal abgrasen, oder? Jetzt pass auf, wacht. Dann geht es rechteckig. Springe über den kleinen Felsen und ziehe dich in die Öffnung. Kurze Pause. Springe über den... Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Weiß ich es wieder? Da und in da rein jetzt, oder? Wie komme ich denn? Wie soll ich denn? Was soll ich denn da? Muss ich jetzt da so rüberspringen, oder wie? Nee, so geht's nicht. Da rein, oder? Du sollst da reingehen. Da rein, oder? Jetzt warte. Sind wir da jetzt richtig? Rechte Ecke. Zieh dich in die Öffnung. Geh weiter. Rechts in der Ecke ist oben eine Nische mit Kristall. Das da jetzt, oder? Aha. Zieh dich, geh weiter. Die wir aber erst nach dem folgenden Gefecht holen und um die Ecke. Am Ende begegnet dir eine Wache erlegen. Oh. Da nehmen wir jetzt die Desert Eagle, oder? Wo ist denn die? Granatwerfer. Ich habe keine Desert Eagle. Das ist da. Also, Kristall holen wir später. Am Ende begegnet dir eine Wache und sonst ist da links nichts drin. Irgendwo, zweite, ja, die Wache irgendwo da. Und das kann ich mich wieder schwach erinnern. Da kommt jetzt einer, den sieht man noch nicht. Und wir müssen dann... Da unten ist das Hemmnis. Oder? Und der zweite UVA. Wir müssen drei UVAs benutzen. Das ist der zweite. Und der dritte ist dann hier. Warte. Für den Erfolg. Finde und benutze alle UVAs. Und da heißt es irgendwie, dass da aber die Tür zu ist. Da ist aber keine Tür, oder? Hier ist der dritte UVA bei dem toten Taucher. Jetzt, ja, zweite Speicher. Speichern von gestern. Speichern. Müssen wir den schnell umhauen, sonst schlägt der Alarm, oder? Jetzt ist Alarm. Wieso ist jetzt Alarm? Und jetzt ist die Tür zu, oder wie? Jetzt kommt der Taucher. Entschuldige, jetzt ist die Tür zum Sinken zu, oder? Nee. Und wir müssen vier Taucher erlegen mit dem UVA. Das ist der erste. Warte, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Ich kotze gleich. Warte mal. Was ist diese? Weil wir haben jetzt den Alarm ausgelöst. Wache erlegen, dann springst du hinüber zu einem. Zweite Wache hier. Nochmal. Laden. Nee, machen wir nochmal. Wo ist denn Laden? F9. Nee. F9 gibt es nicht mehr. Also nochmal. Erst nach dem folgenden Gefecht holen und um die Ecke. Am Ende beginnt dir eine Wache erlegen. Dann springst du am Ende des Ganges hinüber zu der Metallplattform, wo du die zweite Wache erlegst. Springe dann ins Wasser und tauche rechts um die Ecke zu dem UVA 2. Geheimnis 6. Benutze ihn, um den Taucher zu harponieren. Und wir müssen vier Taucher mit dem UVA harponieren. Das ist der erste. Und da müssen wir... an Land gehen. Da müssen wir das Zeug alles holen. Warte, entschuldige. Da müssen wir... Wo sind denn dann die anderen? Also und dann auf die Metallplattform. Ach so, und dann kommt der da, oder? Den müssen wir auch noch umhauen. Und was ist mit dem? Also, pass auf, wir müssen
den ersten umhauen, dann rüber auf die Metall-Metall-Plattform springen, den zweiten umhauen. Dann springst du am Ende des Ganges hinüber zu der, das ist der, der da steht, und die zweite Wache erlegen. Springe dann ins Wasser und tauche rechts um die Ecke zu dem UWA 2. Also das habe ich jetzt nachher eingefügt, weil es der zweite UWA ist. Jetzt pass auf. Also nochmal, wir hauen den um, springen dann rüber, der Alarm ist an, erlegen den zweiten, der kommt nicht. Jetzt gehen wir ins Wasser und wir müssen den mit dem UWA erledigen. Du sollst es nehmen, du sollst den UWA nehmen. Nimm den UWA, ich kotz gleich, du sollst den UWA nehmen. Wieso nimmt die nicht den UWA? Ich kotz gleich. Ich mag nicht mehr. Wieso nimmt die nicht den UWA? Ich geb's auf. Mit der Handlungstaste. Du sollst ihn besteigen. Das geht nicht. Ich mag nicht mehr. Hier geht gar nichts mehr. Das geht nicht. Wieso geht denn das nicht? Das geht alles nicht. Ich mag nicht mehr. Vorhin ist doch gegangen. Leckt mich. Entschuldigung. Wieso? Irgendwie, das war früher, oder es, da ist dann die Tür zu, wenn man das nicht. Das heißt, ich, ja, warte, Entschuldigung, ich jetzt hau ich nochmal nur den einen um und hol gleich das UWA. Jetzt pass auf. Jetzt holen wir gleich den UWA. Jetzt machen wir es so. Hauen den um. Jetzt ist er umgehaut. Wir haben den umgehaut mit UWA. Jetzt tauchen wir das Ding raus. Das heißt, ich steig ab. Geht nicht, gibt's nicht. Da ist sie immer wie tot. Jetzt holen wir den anderen Scheiß. Kann man jetzt den anderen Scheiß. Noch Ding, den anderen Ding noch dingsen. Tatsächlich. Machen wir es mal so. Du sollst es nehmen. Wir haben den ab und du sollst es nehmen. Da ist die Tür, siehst du? Und die ist dann zu, wenn man, wenn Alarm ist, ist die, geht die zu oder so. Aber anders geht's ja nicht. Jetzt war so wacht. Jetzt haben wir hier alles. Und das war Kristall irgendwas. Und jetzt müssen wir noch den an. Und wo, da ist der UWA, den brauchen wir jetzt an sich nicht mehr. Jetzt müssen wir noch den anderen Idioten umhauen. Jetzt speichern wir mal auf den neuen Platz. Komm her. Speichern. Fahre dann den UWA heraus, hole Luft und schieße ich die anderen Wertsachen aus der Geheimniskammer. Erfolg, stille Welt. Benutze unter Wasserantrieb, Handpun im Fall um den Taucher. Also, man muss den mit dem UWA 2 den hier umhauen und dann den nächsten. Aber. Jetzt machen wir erst hier weiter. Jetzt gehst du an Land und weitere Beute machen. Der untere tote Wächter hat den Schlüssel zum Heizungsraum. Der da hat den Schlüssel zum Heizungsraum. Also, das hat jetzt hingehaut irgendwie. Wir haben zwar Alarm, aber wir haben das Secret. Jetzt warte. Ich muss jetzt. Warte, ich muss das noch nachdenken. Kristall 7. Das war jetzt. Geh weiter, nee. Ja, 7. UWA. Geheimnis 6. Und da muss ich jetzt. Kristall. Entschuldige, das tut mir jetzt leid. Ich muss das bisschen noch hier. Steuerung Copy. Steuerung V. Also Schlüssel zum Heizungsraum.
Dort liegt hinter den Kisten an der Wand die Harpune. Ich mag nicht mehr. Wir haben auf dem neuen Platz gespeiert. Dort liegt hinter den Kisten an der Wand, das ist das da jetzt, oder? Die Harpune, wenn man es noch nicht hat. Das ist tatsächlich, das ist die Harpune, oder? Und der Harpunenpfeile. Kisten an der Wand, das waren die Kisten an der Wand. Und nicht vergessen, oben das, was mir der Olli geschrieben hat. Was ist denn das? Was war denn das? Ah, das ist der UVA. Kisten an der Wand. Auf der großen Kiste, auf der der Taucher saß, liegen Pfeile. Auf der großen Kiste, auf der da. Liegen Pfeile. Springe dort mit Anlauf auf die andere Seite. Hinter den grauen Blöcken. Springe dort mit Anlauf. Nee, welche andere Seite? Hinter den grauen Blöcken bei dem großen weißen Felsen liegt ein Medipack. Hinter den grauen Blöcken, das ist der große weiße Fels, oder? Und da ist der Medipack. Das ist der Medipack. Also jetzt müssen wir auf die andere Seite. Und jetzt müssen wir da irgendwie auf die großen blauen, grauen Blöcke hin. Da und der Medipack holen. Da, oder? Da ist der Medipack. Vergiss auch nicht die Nische in der Ecke mit Kristallen Fackeln. Übrigens liegen auf dem großen Mauervorsprung mit der blinkenden Warnlampe Harpunenpfeile. Ach so, weil ich geschrieben habe, Quizfrage, wie kommt man da hin? Ach so, jetzt verstehe ich das. Ach so, da hat der Olli gemeint, ich weiß das nicht. Aha. Ach so, nee, ich wollte damit sagen, da kannst du mal selber überlegen. Ah, jetzt verstehe ich das, oder? Also die Planlampe, das ist das da. Nochmal, übrigens liegen auf dem großen Mauervorsprung, das ist der da, mit der Warnlampe. Übrigens liegen auf dem großen Mauervorsprung mit der blinkenden Warnlampe, das ist der große Mauervorsprung mit der blinkenden Warnlampe, oben drauf die Harpunenpfeile. Und ich habe es geschrieben, Klammer auf, Quizfrage, wie kommt man dorthin, Fragezeichen. Ach so, ich habe halt gemeint, so Scherz, ja, das kannst du jetzt mal selber überlegen, so schwierig ist es nicht. Und da hat der Olli gemeint, ich weiß das nicht. Ach so, jetzt verstehe ich. Na gut, Energy Drink Pause. Gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Jetzt weiß ich es wirklich nicht. Nee. Oh, ich darf nicht M sagen. Irgendwie waren wir doch da schon in der Gegend. Jetzt pass auf. Also wir müssen wieder in die Nische da. Zum einen müssen wir den Kristall holen. Warte, wir könnten auch darüber watscheln, oder? Wir müssen wieder in die Nische und den Kristall holen. Nervt ein bisschen, die Dings hier. Den Kristall holen und dann oben die, weil ich Quizfrage geschrieben habe. Ah ja. Nervt ein bisschen. Und jetzt Sprungwurf. Batsch, da war der Kristall Nummer irgendwas. Und Munition. Und wie viel haben wir jetzt? Kristalle? 8. 8. Pass auf, da muss ich hier mal 8 schreiben. Acht. Dann ist das 7. Mein Stuhl quietscht. Das ist dann 7. Wo ist denn 7? Gibt's bei mir nicht. Gesall 7. Oh ne. 8 haben wir jetzt. 7, 8. 8 haben wir, gell? Und Fackeln. Du sollst da reingehen. Und jetzt müssen wir noch oben die Harpunen holen. Und jetzt rausgehen.
Und jetzt müssen wir da irgendwie, jetzt warte. Wie sind wir da? Wo sind wir da? Warte. Quizfrage, wie da kommt man dorthin? Ich hab das irgendwie. Wir müssen. Uns da hochziehen, oder? Jetzt warte. Raus. Da hoch. Und dann da hoch, oder? Und dann darüber springen. So, jetzt hat gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Und jetzt mit Anlauf und Gebrüll, oder? Und jetzt haben wir es. Das sind die berühmten Apunen, die der Olli mir dankenswerterweise als Screenshot. Und jetzt sind wir fertig, oder? Gucken wir nochmal, aber das müsste jetzt alles gewesen sein hier. Sonst liegt da drin, waren wir schon. Und unten liegt da sonst nichts mehr. Und wir müssen jetzt raus aus dem Haus. Da sind wir damals rausgekommen, da ist jetzt zu. Da liegt sonst, da waren wir vorhin mal. Nee, dürften wir alles haben. Da ist mein UVA. Da waren wir ganz am Anfang. Da auch. Ja, nee, dürften wir alles. Da waren wir auch. Haben wir alles. Habe. Quizfrage, wie kommt man dorthin? Ja, ich wollte witzig sein und wollte sagen, ja, das kannst du jetzt mal selber überlegen. Und da sieht man schon, wie schnell Missverständnisse entstehen. Da waren wir auch drin, ne? Ja, nee, gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Jetzt muss ich wieder zurück und jetzt müssen wir in die Unterwasserhöhle. Jetzt pass auf, wacht. Benutze den UVA, tauche in den langen Tunnel. Genau. Kann man sich da jetzt nicht einfach runterlassen, oder? Ah, nee, das war. Ja, wurscht. Ist ja wurscht jetzt. Jetzt warte. Wir müssen jetzt dahin, wo der UVA ist. Was ist denn das für ein Ding? Ach, da sind wir damals rausgekommen, ne, oder? Und wo ist der Drecks UVA? Ich weiß, da in dem. Da hinten. Da ist er, oder? Also. Ja, jetzt pass auf. Schau her. So. Jetzt pflanzen wir uns mal dahin und speichern Extrick. Warte, pflanzen wir uns da hin. Wie spät haben wir es? Oh, halbe Stunde gespielt. F5 speichern. Speichern wir da mal Extrick. So, jetzt pass auf. Speichern. Das ist der zweite, den haben wir schon benutzt. Wir haben den ersten Taucher damit harponiert. Vier müssen wir harponieren. Machen wir Pause. Wir müssen jetzt hier in die große Unterwasserhöhle rein. Und da kommt uns der nächste Taucher entgegen, den müssen wir harponieren. Ja, das, ich schalte jetzt aus und wieder ein, das machen wir im nächsten Video. Okay, herzlichen Dank und tschüss, bis zum nächsten Video.